So, kommen wir zur Rechnungswesen und Controlling Teil Nummer 23. Und das wird dann heute auch der letzte Teil für das interne Rechnungswesen sein. Und damit ist das dann der gesamte Stoff für die Studierenden der angewandten Mathematik, weil die ja den Controlling-Teil dann nicht entsprechend mitschreiben, sondern nur externes und internes Rechnungswesen. Also für die jetzt hier das letzte Video sozusagen. Wir waren stehen geblieben beim Thema Periodengewinn und Deckungsbeitrag. Und ich hätte Sie gebeten, sich diese Aufgabe jetzt hier mal anzuschauen. Und man sollte ja herausfinden, welches Produkt man eher aufgeben würde als das andere. Und wie sich der Fixkostenanteil gestaltet, das sehen wir uns gleich an. Den Break-Even-Point können wir auch näherungsweise ermitteln. Und auch ohne, dass man jetzt hier irgendwas ausrechnet, auch wenn ich es gleich zeigen werde, kann man erahnen, auf welches Produkt wir hier verzichten könnten oder eher verzichten könnten, wenn wir uns nämlich den Sachverhalten nähern und nur mal schauen, wie hoch die variablen Kosten sind und natürlich auch der Verkaufspreis. Ja. Das sehen wir dann nämlich hier zum einen eben hier. Erlös pro Stück bei D 150 Euro, bei H 400 Euro. Und wir haben dann entsprechend hier 400 Stück abgesetzt und 300 Stück abgesetzt. Und dann kann man es eigentlich schon erahnen, wenn man aus der Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten da mal drauf schaut. Da sehen wir schon mal, dass das bei H dann entsprechend deutlich höher ist. Und deswegen wir dann auch auf D verzichten können. Schauen wir es uns im Detail mal an. Wir sehen das jetzt hier mal entsprechend ausgerechnet und dargestellt. Hier wieder die entsprechenden Werte einfach nur in der Tabelle eingetragen. Und wir sehen am Ende dann entsprechend hier ja, diese Erlöse bei H, die dann natürlich bei 300 stehen bleiben sozusagen oder 300 absetzen. Und die dann aber bei D noch weitergehen, weil wir eben bei D eben bis 400 Stück eben verkaufen können. Und wir sehen auch schon mit Blick auf diese Tabelle bzw. auf diese Grafik, dass wir auf D natürlich verzichten können, eher als auf H, weil H eben deutlich steiler hier auch ansteigt, ein automatisch schon hier einen großen Deckungsbeitrag auch erwirtschaftet. Und wir auch hier sehen, dass auch der absolute Gewinn, den wir dann mit D erzielen können, deutlich geringer ist als der von H. Also ganz eindeutig kann man auf D verzichten. Und die zweite Frage lautete ja hier auch noch, ist der Fixkostenanteil hoch oder gering? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Der Fixkostenanteil ist gering, weil nämlich die Gewinnschwelle auch schnell erreicht wird durch den Deckungsbeitrag. Das sehen wir auch unmittelbar hier, wenn wir uns das Ganze entsprechend anschauen. Wir haben ungefähr einen Break-Even-Point von irgendwas hier bei 50 oder sowas, ja, schon erzielt. Das heißt also, unsere Fixkosten sind relativ gering, die wir hier in unserem Beispiel entsprechend haben im Verhältnis dann zu den Erlösen, die wir dort erwirtschaften. Wir sehen es auch absolut, das sind nämlich schon 15.000 Euro Fixkosten nur. Und wir sehen, hier haben wir schon einen absoluten Gewinn von 100.000 dann entsprechend. Insofern spricht das Bild oder die Tabelle dann auch für sich selbst. Genau, das kann man hier draus sich entsprechend auch ableiten, wie gesagt, und die Fragestellung dann so beantworten. Gehen wir konkret auf den Break-Even-Point ein, weil man den natürlich auch berechnen kann. Der Break-Even-Point ist natürlich der Punkt, an dem die Kosten und Erlöse identisch sind. Das habe ich im letzten Video schon zum Ausdruck gebracht. Warum ist der Break-Even-Point das wichtigste Instrument der Unternehmensplanung, weil genau der Punkt ermittelt wird, ab der verkauften Menge wir einen Ge Gewinn erzielen können. Vorher machen wir Verlust. Deswegen ist dieser Punkt so wichtig, um eben erkennen zu können, ab wann mache ich überhaupt Gewinn. So, warum ist natürlich dann auch dieser Break-Even-Point, und wir kommen dann ja in dem nächsten Video, fangen wir mit dem Controlling an. Für das Controlling von grundlegender Bedeutung, weil Controlling eben bedeutet Unternehmenssteuerung, also wirklich zu steuern. Und was da alles zugehört, darauf gehe ich in den nächsten Wochen dann ein. Und dementsprechend ist natürlich hier
das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben unternehmerische Entscheidungen treffen zu können. Und das Ganze ist auch relativ einfach ausgerechnet, wenn man darüber nachdenkt. Nämlich, wir haben Umsatz, gilt ja erstmal gleich Kosten. Das bedeutet Menge mal Preis ist natürlich der Umsatz. Und wenn man das Ganze dann entsprechend auflöst, die Kostenfunktion kennen wir auch, dann kommt da am Ende raus, die Fixkosten sind gleich der Größe des Break-Even Points, wenn ich den Preis minus den variablen Stückkosten berechne. Und dann komme ich nämlich genau zu dem Punkt, ab dem bei einer entsprechenden Menge auch ein Gewinn erzielt wird. Schauen wir es uns am Beispiel an. Hier sehen wir das auch nochmal in aufgelöst, nochmal kostenfix dividiert durch Preis minus den Stückkostenvariablen. Ganz genau. Gut, schauen wir es uns mal an. Das ist relativ einfach berechnet. Wir sehen das jetzt hier auch schon. Wir haben den Break-Even Point, den wir dann hier bei 10 Millionen Euro haben, dividiert durch 3.000 minus 1.500, nämlich die Stückkosten von 1.500 Euro und der Preis von 3.000 Euro. In diesem Fall ein Wert von 6.666,66. Und wenn man das jetzt hier in so einem Beispiel auch mal darstellen würde, nur mal jetzt auch hier dargestellt, dann haben wir eben hier die Fixkosten und können dann hier entsprechend das Ganze eintragen. Und wir sehen dann auch hier diese 6.666. Könnte man dann hier entsprechend abtragen, logischerweise. Also auch das relativ einfach ausgerechnet, ist jetzt kein Hexenwerk, sondern ist es eigentlich immer interessanter, das zu interpretieren und entsprechend zu deuten. Hier eine weitere Aufgabe dazu. Wir haben auch Bier wieder verkauft von Pils, ja, also von Bier, von 2 Euro pro Flasche. Wir haben variable Kosten in Höhe von 1 Euro, um es möglichst einfach zu machen. Die fixen Kosten belaufen sich auf 230.000 Euro und es werden 300.000 Flaschen verkauft. Stellen Sie die Zusammenhänge grafisch dar, Break-Even Point ermitteln und welche Gefahren lassen sich angesichts der Ergebnisse für die Brauerei erkennen und welche Gegenmaßnahmen könnte man treffen? Schauen wir es uns entsprechend an. Ja. Wir sehen Folgendes hier, wenn Sie das alles entsprechend eintragen und abtragen, der Break-Even Point ist dann hier so bei 200. Das können wir ja auch in der Tabelle hier erkennen. Hier wird er dann positiv, der Wert. Das heißt, wir sind hier bei zwischen 225.000 und 240.000. Irgendwo da liegt er hier, der Break-Even-Point. Und wir sehen auch schon hier etwas. Denn wir haben, und das kann man erkennen, denke ich, relativ spät, wenn wir davon ausgehen, dass wir eben, wie in der Aufgabenstellung gesagt, wir verkaufen nur 300.000 Stück und wir erwirtschaften erst einen Gewinn ab einer Menge von 240, zwei, ja, knapp 240.000 oder sowas, 225 bis 240, dann erreichen wir den Deckungsbeitrag oder erreichen ein positives Ergebnis erst relativ spät. Ne? Das dürfte klar sein, weil man sieht es auch, diese Kurve hier relativ flach verläuft. Das bedeutet Folgendes, also zum einen mal ausgerechnet, das sind 230.000 Stück, relativ einfach, 2 durch 1 und dann haben wir hier die 230.000 ganz genau ausgerechnet. Genau. Und dann haben wir, welche Gefahren erkennen wir? Der Break-Even Point liegt spät, das habe ich gerade schon erläutert. Denn wenn wir nur etwas weniger absetzen, ja, dann laufen wir schon Gefahr, dass wir in ein negatives Ergebnis hineinlaufen. Also das gilt es zu interpretieren. Ein später Break-Even Point ist nicht gut sozusagen. Und was könnte man denn tun? Naja, idealerweise die Verkaufsmenge erhöhen. Ja, dann hätten wir das Problem nicht. Die Differenz zwischen Erlösen und variablen Kosten verringern ist natürlich ein Weg. Man könnte auch die Fixkosten verringern. Das wären jetzt alles Maßnahmen. Unmittelbar auch, wenn jetzt ein Controller sich auf diese Zahlen stürzen würde, dann würde er genau diese Interpretation durchführen und dann auch diese Maßnahmen entsprechend ergreifen, abhängig natürlich immer davon, ob beispielsweise eben hier eine Preiserhöhung durchsetzbar wäre, das weiß man natürlich nicht, und ob ich einfach so an den Fixkosten, an den variablen Kosten drehen kann oder an den Fixkosten, das ist ja auch nochmal eine andere Fragestellung, ob das überhaupt geht.
Aber vom Prinzip her dürfte klar sein, wir müssen versuchen, dass dieser bei 300.000 Stück nur verkaufen, dann sollte der Wert viel früher erreicht sein, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. So, zum Abschluss gehe ich jetzt nochmal auf die unterschiedlichen Kostenrechnungsmethoden ein, das ist der richtige Ausdruck. Und zum einen haben wir hier als erstes mal die sogenannte Ist-Kostenrechnung. Der Name sagt es schon. Das ist die Ist, also das, was im Ist in der Beschäftigung ist. Das heißt also tatsächlich, was wir erwirtschaften mit dem tatsächlichen Kostensatz, führt dann zu den Ist-Kosten. Und das ist also wirklich auch der Ressourcenverzehr, der in der Periode angefallen ist. Natürlich ist eine der Hauptaufgaben dieser Ist-Kostenrechnung die Nachkalkulation und die Ermittlung des Periodenergebnisses. Eben im Ist habe ich meinen Plan und meinen Ist-Wert tatsächlich, passen die zusammen. Wir gucken uns natürlich, das haben wir am Anfang dieser Vorlesungsreihe des Internrechnungswesens gesehen, natürlich auch die Kostenartenergebnisse an. Da hatte ich ja das Beispiel auch mal gemacht, was man aus den Kostenarten alles herauslesen kann. Wir haben Nachteile. Wir haben bei einer Ist-Betrachtung immer unterjährige Schwankungen, zum Beispiel der Ölpreis oder Benzinpreis, der schwankt natürlich immer. Und im Ist bilden wir natürlich immer diese Schwankungen mit. Das ist natürlich dann für eine objektive Betrachtung nicht unbedingt hilfreich. Wir haben Abgrenzungsprobleme, nämlich was gehört eigentlich in welche Periode hinein. Auch da haben wir im externen Rechnungswesen ja uns das angeschaut, wie wir das lösen können. Durch beispielsweise Rechnungsabgrenzungsposten. Und aber hier müssen wir auch natürlich immer genau betrachten, was gehört eigentlich wo rein, was ist wie entsprechend angefallen. So, grundsätzlich ist auf der Ist-Basis eine Ergebnisermittlung nicht ganz so einfach möglich, weil ich natürlich mit den entsprechenden Preisen rechnen muss, also mit den Preisen, die ich verkaufe und nicht ausschließlich eben mit dem Ist-Wert meiner eingesetzten Ressourcen. Und dementsprechend ist eine Betriebsergebnisplanung nicht ohne weiteres möglich, denn ich habe ja immer noch einen Bedarf, eben diesen Gewinnzuschlag auf die Ist-Kosten draufzurechnen. Sonst würde ich keinen Gewinn erzielen können. Dann haben wir hier solche Sachen bei der Ist-Betrachtung auch. Wir müssen gewisse Dinge antizipieren, also beispielsweise Gehaltserhöhungen, davon ist ja auszugehen, dass die jedes Jahr anfallen. Die kann ich einfach bei einer Ist-Kostenumlage nicht vorab berücksichtigen, weil wir ja mit dem Ist rechnen und nicht mit einem Lagenwert. Deswegen kommen wir auch jetzt erstmal zu einer Normalkostenrechnung. Und diese Normalkostenrechnung wird verwendet, um mit normalisierten Kostensätzen zu arbeiten, die eben saisonale oder andere Schwankungen, wie beispielsweise Energiekostenschwankungen, die wir gerade beim Ist gesehen haben, auszugleichen. Das heißt, wir nehmen einen normalisierten Kostensatz, zum Beispiel einen Durchschnittswert für Benzin im vergangenen Jahr. Damit sollen die Nachteile der Ist-Kostenrechnung erstmal beseitigt werden. Und man geht so eben vor, wie ich es gerade an dem Beispiel des Benzins gesagt habe. Wir nehmen vergangenheitsbezogene Ist-Durchschnittskostenwerte und rechnen die dann einfach mal aus und arbeiten dann mit diesen Durchschnittswerten weiter. So, eine starre Normalkostenrechnung ist keine Trennung von fixen und variablen Kosten. Warum das ein wichtiger Unterschiedsmerkmal in der Kalkulation ist, zeige ich Ihnen gleich an einem Beispiel. Und es gibt die flexible Form, nämlich der Normalkostenrechnung, wobei eben die Trennung in fixe und variable Anteile eben vorgenommen wird. Was sind die Nachteile? Wir orientieren uns weiterhin an den Ist-Werten, denn wenn wir beispielsweise einen Durchschnittssatz des letzten Jahres heranziehen für meinen Benzinpreis, dann ist der immer noch auf Ist-Basis, ja, und orientiert sich eben nicht vielleicht an Dingen, die ich erkennen kann. Also beispielsweise jetzt bei Energiekosten, wie wir es alle an der Tankstelle erleben, ist ja nicht zu erwarten, dass das innerhalb der nächsten Wochen einfach wieder runtergeht, sondern wenn ich jetzt kalkulieren würde, müsste ich doch zumindest mal mit den höheren Werten auf jeden Fall kalkulieren, damit ich hinterher auch über meinen Verkaufspreis natürlich diese zusätzlichen Kosten auch gedeckt bekomme. So, für Planungszwecke ist das Ganze nur bedingt geeignet oder eben auch gefährlich, weil wenn ich nämlich an Planung denke, dann würde ich alles antizipieren, was ich erkennen kann. Und ich erkenne eben, dass aktuell
die Energiekosten eben deutlich höher sind und wahrscheinlich auch von Dauer leiden werden. So, deswegen nimmt man auch als dritte Version, könnte man so dann eben die Plankostenrechnung vor. Da werden eben tatsächlich geplante, antizipierte Rechnungen vorgenommen. Also ich gleiche die saisonalen Anlandschwankungen aus und kalkuliere eben mit möglichen oder mit entsprechenden Annahmen, wo ich sage, das weiß ich zum Beispiel als gesichert. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ein Lieferant mir letztes Jahr schon Kostenerhöhungen mitgeteilt hat, dass ich die dann eben verwende und so weiter und so weiter. Also ich mache wirklich eine Planung nach bestem Wissen und Gewissen. Ist natürlich geeignet dann wirklich für die Planung und für Kontrollaufgaben, weil ich nämlich dann Plan gegen Ist auch wunderbar halten kann. Wir haben diese Plandaten werden eben ermittelt über Schätzungen oder Berechnungen oder eben durch eine eigene Ermittlung durch das Controlling beispielsweise. Und auch hier haben wir eine starre Plankostenrechnung. Das ist eine ganz einfache und schnelle Methode der Kostenkontrolle und keine Trennung wieder in fixe und variable Anteile. Und da ist es dann relativ einfach. Plankosten ist Kosten gleich Abweichung. Und das ist natürlich ganz wichtig zu interpretieren. Wir sehen das gleich am Beispiel, wie sich das Ganze dann auch darstellt. Dann haben wir die flexible Plankostenrechnung, nämlich die Trennung in fixe und variable Anteile. Und hier können dann eben auch neben dieser Gesamtabweichung, die wir sehen, auch Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen ermittelt werden. Wie das geht, sehen wir in einer Minute ungefähr. Genau. Auch hier haben wir ein paar Nachteile. Also zum einen ist das Ganze natürlich aufwendig. Also wenn ich jetzt mir über alle Kostenarten Gedanken machen muss, wie die sich wohl entwickeln, dann kostet das Arbeitszeit, das kostet Kraft und was weiß ich auch immer. Also ist aufwendig für das Unternehmen. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach, die Differenzen hier, ja, ich sag mal, ganz einfach zu erklären. Das kann ein Controller, kann das sehr gut oder ein Buchhalter. Aber ob das die Geschäftsführung einfach so versteht, das ist schon eine ganz andere Frage. Also diese Entscheidungsunterstützung für das Management aufgrund einer entsprechenden Abweichung ist nicht ganz so einfach herzustellen. So, schauen wir es uns mal an. Wir bleiben hier bei einem Beispiel und das baut sich immer weiter auf, deswegen auch hier alles durchnummeriert, sodass Sie immer wissen, wo Sie sich oder wo wir uns befinden. Wir haben eine Planbeschäftigung von 10.000 Stück, also 10.000 Stück könnten unsere 10.000 Flaschen sein, die wir planen. Und dafür haben wir Plankostenhöhe von 50.000 Euro. Wie hoch wäre dann der Planverrechnungssatz? Ich glaube, das ist relativ einfach und nachzuvollziehen. Wir haben 50.000 Euro und wir haben 10.000 Stück. Dann macht das 5 Euro Planverrechnungssatz pro Einheit. So, jetzt kommt der Punkt hinzu. Die Kostenstelle produziert aber nicht die 10.000 Stück, sondern nur 6.000 Stück, also 4.000 weniger. Und im Ist, also bei den Ist, Kosten fallen dafür 45.000 Euro an. Diese Informationen kriegen wir aus der Kostenartenrechnung. So, wie viel Plankosten werden auf die Kostenträger eigentlich verrechnet? Relativ klar, 6 und 5. Das heißt also 6.000 Stück mal 5 Euro, das wären 30.000 Euro. Wie hoch ist dann die Abweichung zwischen Plan und Ist? Auch das ist relativ einfach auszurechnen. 45.000 ist das, was im Ist angefallen ist. 30.000 hatten wir geplant, macht eine riesige Abweichung von 15.000 Euro. Wodurch kann das passiert sein? Wir sehen ja jetzt, dass hier im Ist deutlich höhere Kosten angefallen sind. Das kann natürlich auf Preissteigerungen beispielsweise zurückgeführt werden, die ich in der Planung nicht berücksichtigt habe. Oder was wir gerade eben sehen bei vielen Unternehmen, Energiekostensteigerungen, Kostensteigerungen bei Baumaterialien und so weiter und so weiter. Das wäre jetzt hier beispielsweise das Problem. Jetzt die Frage, ist diese Abweichung aus 4 unabänderlich in Anführungsstrichen oder beziehungsweise noch zu korrigieren, kann ich denn noch was tun, ist die Frage. Das ist ja auch die betriebswirtschaftliche Frage, die immer sich dahinter verbirgt. Also eine Korrektur ist natürlich möglich, wenn zum Beispiel die Plankosten eben saisonale Schwankungen berücksichtigen und das beispielsweise bedeutet,
dass ich dann im weiteren Jahresverlauf oder im weiteren Mengenverlauf auf die 10.000 Stück hoch eben nicht mehr so viele Istkosten anfallen und das Ganze, diese Kurve dann quasi sich wieder abflacht. Das heißt, wenn ich bei den Plankosten saisonale Schwankungen berücksichtigt habe, dann kann das hier im Ist einfach ein Ausreißer gewesen sein am Anfang der Periode, weil wir ja noch nicht zu Ende, ich sage es mal, produziert haben. Wir sind ja erst bei 6.000 Stück und nicht bei 10.000 Stück. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter oder ja, schauen wir erstmal hier drauf. Wir sehen das, kann man sehr schön hier sich darstellen. Wir haben die 5.000 Stück, das heißt, bei 6.000 Stück haben wir Istkosten in Höhe von 45.000. Wir wollten aber 10.000 produzieren mit einer mit Gesamtkosten von 50.000 Euro und dementsprechend können Sie hier das Ganze schon auch grafisch abtragen. Gehen wir weiter. Jetzt gehen wir mal weg und sagen, dass wir die fixen und variablen Kosten voneinander trennen. Wenn wir 50.000 Euro haben und wir haben dann hier die fixen Kosten belaufen sich auf 25.000 Euro, dann bleiben 25.000 Euro über. Das heißt also, auch die Gesamtkostenfunktion muss sich dann wie folgt gestalten, nämlich die Kosten fix, das sind die 25.000 Euro und dann eben variable Kosten, 10.000 mal 2,50 € sind dann nämlich auch 25.000 Euro, macht in Summe die 50.000 Euro als Gesamtkostenfunktion hier dargestellt. So, jetzt die Frage, wie hoch sind die variablen Kosten pro Stück bei der Ist-Ausbringungsmenge? Das hatten wir nämlich aus der vorigen Aufgabe, das sind die 6.000 Stück mal 2,50 sind entsprechend 15.000 Euro. Und jetzt eine ganz entscheidende und wichtige Frage, welche Kosten sollten wir denn decken, wenn wir eine Auslastung von 6.000 Stück haben? Das war ja nämlich das, was wir als Ist Anfall sozusagen hatten. Und ich glaube auch, das ist nachvollziehbar. Wir haben die sogenannten Sollkosten, entwickelt sich dann aus den Fixkosten, ja, zuzüglich die variablen Kosten für die Menge, die tatsächlich im Ist angefallen ist. Und das sind nämlich dann, in Summe müsste ich nämlich dann die 15.000 Euro plus die 25.000 Euro macht 40.000 Euro decken. Das wären meine Sollkosten. Wenn die Auslastung nur bei 6.000 Stück liegt, dann sind nämlich meine Kosten entsprechend gedeckt. Und da ist es nämlich dann so, dass ich über die 6.000 Stück auch die fixen Kosten schon abgedeckt habe. Sonst würde ich ja auch keinen Gewinn erwirtschaften können. So, und jetzt kommt die Frage, wie hoch ist die sogenannte Beschäftigungsabweichung? Das ist dann auch relativ einfach ausgerechnet, nämlich die Sollkosten minus der verrechneten Kosten. Und da wird herangezogen, die verrechneten Plankosten entsprechen dann den Planverrechnungssatz mal der Ist-Auslastung. Und wir haben hier die Sollkosten ausgerechnet, das waren die 40.000 minus der 6.000 mal 5 macht dann entsprechend 30.000. Das heißt also, wir haben hier eine Beschäftigungsabweichung in Höhe von 10.000. Wie hoch ist dann die sogenannte Sollkostenabweichung? Auch das ist dann relativ einfach ausgerechnet. Istkosten minus Sollkosten, 45.000 minus 40 macht dann entsprechend 5.000. Und die Differenz aus Ist- und Sollkosten, die wir hier sehen, entspricht der Preis- oder Verbrauchsabweichung, die wir eben hier erkennen können. Das Ganze auch nochmal dargestellt. Wir sehen, dass dann hier entsprechend hier die Sollkosten eingetragen, hier die verrechneten Plankosten eingetragen und eben die Ist- und Sollkostenabweichung auch entsprechend dargestellt. Gut. Das soll es hierzu zu dem Teil eben des internen Rechnungswesens gewesen sein. Und die Studierenden der angewandten Mathematik sind jetzt quasi frei sozusagen nach diesem letzten Video zu dem Teil. Und die Studierenden der Wirtschaftsinformatik dürfen sich mit weiteren Videos von mir beglücken lassen in den nächsten Wochen. Und wir machen dann zum Abschluss hin, da schreibe ich aber nochmal eine Nachricht über Moodle. Natürlich nochmal eine Live-Session mit Fragen und keine Ahnung und ein bisschen, was kann ich dann auch zu der Klausur sagen. Und dementsprechend verabschiede ich mich erstmal von den Studierenden der angewandten Mathematik. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.